glaube ich, schon Oktober, oder? Wir haben schon, noch Oktober, wir haben den 27.10. Ja. Nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, man riecht nur einfach knistern. Ich hoffe, man hört nichts rauschen, weil vorhin, wo ich einfach halt mein Headset, was ich habe, muss man ja was runterdrücken. Halt diesen Mikrofon nach unten drücken. Nach vorne drücken. Dass man diesen Mikrofon in den Mund hat, irgendwie. So, also, ja, da hat es angefangen zu knistern. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Ja. Ja, wenn irgendwann im November, November sagen wir, Videos kommen, sind die wahrscheinlich vorproduziert. Dann war ich fleißig und vorproduziert einfach. Kann ich aber nicht versprechen. Das verspreche ich nicht. Aber ich versuche Oktober, nicht Oktober, Dezember meine, mehr Videos wieder rauszuballern. Ja. Irgendwie kommt mir das so langsam vor, das Spiel. Vielleicht liegt es daran, weil ich Monate nicht mehr gespielt habe oder so. Keine Ahnung. Oh, sind, habe ich wirklich keine Kiste hierfür? Habe ich denn den Kisten bitte hierfür? Scheint hier nicht. Ah, ich habe sogar Kupfer drin. Okay, jetzt habe ich ja auch noch was drin. Nein. Nein. Irgendwie spiele ich noch viel langsamer als sonst. Fürchterlich. Es wird auch kein langes Video werden. Also jetzt schon. Ja. Ja, ich mache glaube ich noch City Skyline, dass es auch noch für morgen fertig ist. Ich versuche einigermaßen, dass heute, ich versuche pünktlich, dass das, dieses Video heute kommt. Ich muss ja noch City Skyline machen. Und dann packe ich alles. Mache ich das beides hin. Keine Ahnung. Packe ich das irgendwo rein. Dann mache ich das noch fertig. Ja. Ich glaube, hier hinten hatte ich mein Lager. Einfach fast alles, so gut wie alles vergessen. Oder fast alles vergessen. Hängen tut es immer noch ein bisschen. Man sieht, man merkt das mega. Ja. Die Bausachen, die ich mal gesagt habe, die ich noch mache, mache ich noch, aber wann anders halt. Dann muss ich mir auch selbst überlegen, wie ich halt was mache, denn ja, mit den, wie sagen wir so, Bauprojekten einfach Sumpfholz. Was ist Sumpfholz? Mir fällt es gerade wieder ein, Sumpfholz. Das ist das Holz, was ich nicht habe. Keine Ahnung, das Video geht, glaube ich, mindestens 5 Minuten, glaube ich. Das hier gerade, ich glaube, ich habe keine Ahnung. Ich mache keinen Timer, wie lange ein Video geht. Ich mache einfach spontan zu Ende. Ich glaube, ich hatte noch vorgehabt, diese Wege zu verändern ein bisschen, aber irgendwie habe ich immer noch keinen Bock. Heute meine ich, irgendwo hinschreiben, wohin man hingeht, dass man weiß, wo man ungefähr steht. Dass hier beispielsweise die ja, Häusersiedlung ist, vorne einfach so ein was anderes, so wie heißt das? Ich glaube Wegfinder? Ich glaube Wegfinder heißt das, ich habe keine Ahnung. Ich meine Wegfinder heißt das, ich weiß es aber nicht.
Ich habe vorhin, wo ich Minecraft reingegangen bin, stand dann, dass man bei diesen netten Herren, glaube ich, ich glaube, das war bei den, okay. Habe ich ihn nicht auf Maximum gemacht? Oh, ich habe gerade im Kopf gehabt, ob der mich verarschen will. Weil hier Göder? Ist das Göder? Ne, Köder. Ich sag Göder. Es ist was ganz anderes. Weil er, weil nur das hier ist, weil er Reparatur vorher verkauft hat, aber Reparatur war hier vorne schon. Ja, die sollen hier auch Dings verkaufen. Wie heißen diese Bücher nochmal? Verfluchte Bücher sollen die Bibliothekaren oder Priester verkaufen. Einer von den beiden hat es ja verkauft. Ist ein Glas. Als ob der Brennstoff schon weggeflötet ist. Ja. Ich habe nichts vorgenommen, was ich zu machen soll. Ja. Ich habe noch hier ein bisschen Eisen und ein bisschen Gold, ein paar Diamanten haben wir auch noch. Sehe ich. Falls man sich fragt, warum ich hier die Blöcke hier drin habe, ich habe die da drin, falls man mich beklauen würde an halt an Gold oder Eisenblöcke und Diamanten, habe ich noch separat halt noch die Ressourcen, dass man mich nicht total beklauen kann. Das ist ein Vorteil für mich halt. Ja, für die Person ist das ja schön, dass er alles klaut. Für mich ist das ja, naja, ich habe noch ein paar Blöcke. Irgendwie kommt mir gerade vor, dass man mega langsam ist. Ja, so extrem langsam vor. Habe keine Ahnung, warum. Aber irgendwie komme ich mir so langsam vor. Das ist auch typisch, wenn da, okay, wenn da oben was rumhängt, einfach ohne Block drunter, ist einfach unten auf dem Boden. Ich weiß nicht warum, es lädt einfach nicht komplett. Ich weiß nicht, hat irgendwer hier was kaputt gemacht? War das schon immer so? Ich weiß nicht, irgendwer hat mal was kaputt gemacht hier. Ich wollte schon nach längerem hier oben halt einen Weg nach oben machen. Und das hier wollte ich auch so oft noch vergrößern ein bisschen. Und halt verändern. Okay, dieser Weg hier ist einfach mega scheiße, sieht einfach mega hässlich aus. Außer mein Baum hier. Mein Baum ist super. Hier ist noch immer die längste Strecke. Aber ich, nee, das ist nur die längste Strecke, die ich auf der Map gebaut habe. Ich habe noch eine viel längere Strecke, die ich glaube ich noch eine Ecke länger. Zumindest habe ich ja, die Trophäe erreicht. Etwa 500 Meter. Ich glaube 500 Meter mit der Lore. Und der Weg war eigentlich ja, von diesem Anfang bis zum Ende, glaube ich, mehr als 500. Ich glaube 700. Was haben wir nicht gerade? 700 Blöcke, glaube ich, lang. Glaube ich. Ach, das war eine scheiße Arbeit. Fand ich mega scheiße. Was habe ich hier drin? Habe ich irgendwas Sinnvolles drin? Sinnvoll? Jo. Ich finde diese Boten sind voll geil. Wenn ich richtig gesehen habe, kommt ein neuer Mob rein in Minecraft, zumindest wird es gewotet. Habe ich auf TikTok gesehen. Ich glaube, es war einfach irgendein Vieh. Ich glaube, war das ein Golem? Ich glaube, das war der Golem, der gebotet wurde. Ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Wir haben drei Viecher zum Angebot. Das finde ich total dumm, dass man, wie ich verstanden habe, haben alle drei eine Geschichte. Also was die können und so weiter, alle drei Mobs. Und dann muss man sich trotzdem am Ende entscheiden zwischen den drei. Das ist ziemlich bescheuert, finde ich. Wenn die schon angepasst sind, wie die aussehen, was sie können.
halt trotzdem entscheiden, dass man, was man nehmen soll, halt zum Abvoten. Das ist nach meiner Meinung ziemlich bescheuert etwas. Die ganze Arbeit für die Leute einfach weg. Die haben, die wissen, wie die Tiere sind ja schon fertig gemacht worden wahrscheinlich. Ja, muss man sich trotzdem für drei, eine von den drei entscheiden. Ist dumm irgendwie. Würde Minecraft alle drei reinhauen, reinballern ins Game. Oder ja, alle drei reinmachen. Wäre es ja viel chilliger. Wenn einfach mehr Mobs gibt zu töten. Ja. Was verkauft der? Er verkauft mal wieder Wucherpreise. Er will Packeis für 30 Smaragde kaufen. Ich würde es machen. Vielleicht. Eigentlich nicht. Ich weiß ja, wo ich Packeis finde. Irgendwo da hinten. Auf dem Berg. Aber ich sag mal. Hä? Ah, auf dieser Taste ist das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.